Wir sind gewillt, die Bundesregierung, aber auch die Bundesländer, der Deutsche Bundestag, alles zu tun, was notwendig ist, alles zu tun, was Deutschland braucht, damit wir durch diese Krise möglichst gut hindurchkommen. Das Zeichen der deutschen Regierung heute kann man historisch nennen. Wir werden helfen gegen die Corona-Folgen mit Krediten ohne Obergrenze. Die Nachrichten des Tages, heute mit Christian Sievers. Die Welt kämpft an zwei Fronten gegen das Coronavirus. Einmal medizinisch und dann auch mit den Folgen für die Wirtschaft und Gesellschaft. Guten Abend Ihnen allen zu einer etwas längeren Heute-Sendung. Wir geben Ihnen den Überblick über diesen besonderen Nachrichtentag. Sport mit Christin Otto. Christin, und ohne Bundesliga. Der komplette Spieltag wurde verschoben. Später mehr. Guten Abend. Um was es geht, vor welcher Herausforderung wir alle stehen, hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts heute ganz klar gemacht. Und damit beginnen wir heute Abend. Eine Situation wie in Italien im Moment könne er auch für Deutschland nicht ausschließen. Wir wollen versuchen, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln diese Kurve, diese epidemische Kurve abzuflachen, die Basis breiter zu machen. Warum? Wir wollen, dass eben möglichst viele von den schwer Erkrankten nicht gleichzeitig im Gesundheitssystem auftauchen, dort behandelt werden müssen in Krankenhäusern. Zur medizinischen Lage gleich mehr. Was das Virus mit der Wirtschaft macht, ist nicht abzusehen. Die Folgen werden sehr schwerwiegend sein, das ist jetzt schon klar. Und die Bundesregierung will gegensteuern mit Hilfen, die es so noch nie gegeben hat. Gucken wir uns mal die Kernpunkte an. Ein unbegrenztes Kreditprogramm für betroffene Firmen, die Kredite nicht zurückzahlen können. Dazu Steuererleichterungen in Milliardenhöhe, weil der Staat fällige Steuern stundet. Und als Option könnte sich der Staat auch an strauchelnden Unternehmen beteiligen. Florian Neuhahn hat die Details. Sie wollen ein starkes Signal aussenden. Zwei Minister sparen nicht mit großen Worten. Das, was wir Ihnen heute vorstellen, ist die umfassendste und wirksamste Hilfestellung und Garantie, die es jemals in einer Krise gegeben hat. Wir legen gleich, wenn ich das mal so sagen darf, alle Waffen auf den Tisch und zeigen, dass wir gewissermaßen stärker sind als das Problem, das uns da ökonomisch begegnen kann. Nicht nur das Reisen fast völlig zum Erliegen gekommen. Die Lufthansa gibt am Nachmittag bekannt, sie wolle mit Regierungen über mögliche Staatshilfen sprechen. In der Corona-Krise, die längst auch eine wirtschaftliche ist, entscheidet sich die Bundesregierung zu einem historischen Schritt. Kein Unternehmen soll allein deshalb pleite gehen, kein Arbeitsplatz allein deshalb wegfallen. Vor allem setzt man dafür auf Kredite für die Betroffenen, vom Taxifahrer bis hin zu Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro. Das Gesamtvolumen unbegrenzt, es werde geklotzt, nicht gekleckert. Und das können wir auch, weil wir in den letzten Jahren unsere Möglichkeiten für eine solide Haushaltspolitik genutzt haben und jetzt gewissermaßen auf der Basis der sehr guten, sehr stabilen, weltweit vorbildlichen Finanzen der Bundesrepublik Deutschland alle Kraft haben, das Notwendige zu tun. Am frühen Abend Auftritt der Kanzlerin. Auch sie betont erneut, man werde alles tun, was notwendig sei. Die Bundesregierung ist natürlich bereit, wenn sich neue Sachverhalte und neue Entwicklungen ergeben, auch weiter in diesem Geiste zu agieren. Und ich möchte das mit dem Wunsch verbinden, dass auch die Bürgerinnen und Bürger, so wie sie es schon teils schon tun, Solidarität zeigen, indem sie Abstand zueinander halten. Zur Stunde Krisensitzung im Kanzleramt. Die Bundesregierung trifft sich mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften. Es geht um die wirtschaftlichen Folgen von Corona. Darüber sprechen wir noch mit Shakuntala Banerjee. Shakuntala, guten Abend. Viele Superlative, die die Regierung da heute in den Mund nimmt. Worte, die bleiben sollen. Wie viel Psychologie ist da dabei? Ja, sicherlich eine Menge. Wir wissen ja noch gar nicht, wie lange diese Krise dauern wird und wie schlimm sie tatsächlich wird. Das kann am Ende niemand sagen. Das hat die Bundesregierung auch mehrfach betont. Und damit kann natürlich auch momentan niemand sagen, ob die Hilfen, die jetzt angeboten werden, auch reichen werden. Das Signal, das heute ausgesendet wird, ist allerdings ganz klar. Es soll Zuversicht vermitteln und auch Vertrauen. Diese Formulierungen, die sagen, wir tun das, was wir können, wir tun alles, was wir können, die sind ganz klar auf die Wirtschaft gerichtet. Und
auf ein wenig Optimismus, den man da verbreiten möchte. Interessant ist auch, es wurde ja in der letzten Zeit sehr viel in Deutschland darüber gestritten, ob Geld da ist und wenn ja, wofür. Da ist sich die Bundesregierung offensichtlich einig, in Sachen Pandemie soll es diese Diskussionen nicht geben. Jetzt ist es ja so, dass das Virus vor Regierungen auch nicht Halt macht. Eine spanische Ministerin hat das Virus, Kanadas Parlament ist im Sonderurlaub. Wie wird denn die Regierungsfähigkeit in Deutschland gesichert? Ja, da gibt es noch keine einheitliche offizielle Richtlinie dafür. Ausschlaggebend sind die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, wie auch für alle anderen Menschen in Deutschland. Momentan sitzt ja die Bundeskanzlerin hier hinter mir im Kanzleramt mit Gewerkschaften und Wirtschaftsvertretern zusammen, hoffentlich im nötigen Abstand. Man geht auch kreativ mit dieser Krise um. Für die nächste Woche waren 2 Staatsbesuche hier angesagt bei der Bundeskanzlerin. Die sind kurzerhand umfunktioniert worden zu Videokonferenzen. Die Kabinettssitzung am Mittwoch soll nach jetzigem Stand ganz normal stattfinden. Aber das ist, wie gesagt, der Stand von heute. Das kann sich täglich ändern. Schakuntala, vielen Dank nach Berlin. Und wir bleiben noch einen Moment bei den Auswirkungen auf die Wirtschaft und gucken auf die, die sich jetzt größte Sorgen machen, weil sie um ihre Existenz fürchten müssen. Nils Schneider und Carsten Behrendt berichten. Sämtliche Events abgesagt. Max Pohl ist sein Geschäft mit Veranstaltungstechnik weggebrochen. Spontan bietet er mit seinen 7 Mitarbeitern nun virtuelle Konferenzen per Videostream an. Selbsthilfe, Hilfe von außen, dringend nötig. Es ist im Moment wie ein bisschen wie die große Dürre. Und da wurde jetzt angekündigt, dass bald das Wasser kommt. Aber das Wasser muss auch wirklich bald kommen. Vor allen Dingen die Zugänglichkeit muss vereinfacht werden. Also es darf keine Formulare geben oder Großartiges, sondern es muss wirklich unkomplizierte und schnelle Hilfe sein. Denn im Moment haben alle genug zu tun, sich mit anderen Sachen noch auseinanderzusetzen. Berlin lebt von Veranstaltungen, Tourismus, Kultur, fast alles geschlossen und nun soll es auch Clubs und Kneipen treffen. Aber es ist ganz klar, nochmal diese Begegnungsmöglichkeiten, leider auch im Kulturbereich, müssen eingeschränkt werden. Berlins legendäre Partys generieren 200 Millionen Euro Umsatz, beschäftigen 9000 Menschen. 100 sind es im Schwutz, die Mehrzahl Freiberufler, viele Minijobber. Das Programm der Regierung soll den Kreativen helfen, doch der Clubchef hat Zweifel. Kurzfristig gedacht hilft es uns leider überhaupt nicht, weil die Existenzen oft so prekär sind. Und ich denke auch an unsere KünstlerInnen, die wir dann eben nicht mehr buchen und bezahlen können, dass es oft einfach um wenige Tage sich handelt und die Leute stehen vor der Insolvenz. 3 bis 4 Wochen können sie aus eigener Kraft durchhalten. Danach müssten sie die Lichter ausmachen in dem schwul-lesbischen Traditionsclub. Statt Party muss der Chef weiter zum Anwalt. Ein Beratungsgespräch in Sachen Insolvenzrecht. Und damit sind wir schon beim Thema Einschnitte im Alltag. In den allermeisten Bundesländern machen die Schulen und Kitas ab Montag zu. So sieht die Entscheidungslage im Moment aus. Die meisten Bundesländer schließen ihre Schulen komplett. In Hessen und Sachsen bleiben sie offen, aber es gibt keinen Unterricht mehr. Mecklenburg-Vorpommern will morgen entscheiden. Was das jetzt für die Familien bedeutet, zeigt Petra Neubauer. So wird es ab Montag fast überall in Deutschland aussehen. Schulen und Kitas geschlossen, vorerst bis zum Ende der Osterferien. Eine drastische Maßnahme, die der bayerische Ministerpräsident aber als zwingend nötig erachtet. Nach Aussage aller Virologen können diese 5 Wochen ganz entscheidend sein, um eine entsprechende Verlangsamung der Struktur zu haben. Schule zu bedeutet keinesfalls Ferien. Per Internet könnten Aufgaben zu den Schülern geschickt und zu Hause bearbeitet werden. Aber ich glaube, dass die Schulen in Deutschland da sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Wir haben Schulen, die haben überhaupt kein WLAN. Wir haben Schulen wie hier, die sehr gut ausgestattet sind. Kein Unterricht, dafür selbst online lernen. Am Münchner Luisengymnasium herrscht da bei mancher Abiturientin Skepsis. Die wollen ja, dass wir über Online-Portale wie Mebis lernen, aber das ist jetzt auch schon abgestürzt, weil das so überfordert war, das Programm. Ich hätte es eigentlich besser gefunden, wenn das jetzt entweder früher passiert wäre oder halt gar nicht, weil jetzt ist es echt doof. Weil das Virus ältere Menschen stärker gefährdet, sollen die Großeltern nun keine Kinder mehr betreuen. Für Eva Pagliaro aus München eine Hiobsbotschaft. Die Suchtberaterin hat 3 Kinder und ein Betreuungsproblem. Ganz auf die Oma zu verzichten, wird uns wahrscheinlich nicht gelingen. Ich denke, man kann jetzt nur noch von Tag zu Tag planen. Also es ist wahnsinnig ungewiss. Für Eltern in sogenannten systemkritischen Berufen wie Ärzte oder Pflegekräfte hat die bayerische Regierung eine Kinderbetreuung in Notfallgruppen angekündigt. Ob aber auch Eva Pagliaro darauf zurückgreifen kann, weiß sie im Moment noch nicht.
In Deutschland hat das Virus bis jetzt 8 Todesopfer gefordert. Die Zahl der Infizierten liegt bei 3062. Das tägliche Leben bei uns ändert sich und es wird sich weiter ändern. Es gibt heute neue Beschränkungen. Es gibt aber auch Menschen, die gerade jetzt und aus eigenem Antrieb gucken, wie sie in unmittelbarer Nachbarschaft helfen können. Volker Dutschek fasst die Corona-Lage in Deutschland zusammen. Polizeikontrolle mit Schutzmaske und Fieberthermometer. Wer von Frankreich ins Saarland will, der muss von Fall zu Fall auch die Temperatur messen lassen. Dann etwa, wenn der Autofahrer über Grippesymptome klagt. Hintergrund: Die französische Grenzregion gilt seit Mitte der Woche als Risikogebiet. Dadurch, dass in Grand Est die Franzosen die Tests eingestellt haben, haben wir ja die Situation zu verzeichnen, dass jeden Tag 18.000 Pendler kommen. Teilweise ungetestet. Das Risiko ist uns zu groß. Besuchsverbote. Für Krankenhäuser, Pflege und Altenheime in Nordrhein-Westfalen und Bayern gelten künftig verschärfte Regeln. Auch in den Heimen des Münchenstift. Hier leben 2100 Patienten, die extrem pflegebedürftig sind. Wir wissen natürlich aber auch, es ist eine Belastung für unsere Bewohner, es ist eine Belastung für die Angehörigen, die natürlich gerne ihre Angehörigen besuchen möchten. Aber wir bitten natürlich darum, das einzuhalten, weil wir der festen Meinung sind, der Schutz unserer Bewohner und Bewohnerinnen steht über allem. Leere Kirchen. In vielen Gemeinden gibt es am Sonntag keine Gottesdienste und Messen. Darauf haben sich mehrere evangelische Landeskirchen und katholische Bistümer verständigt. Auch der Zentralrat der Muslime rät von der Teilnahme am Freitagsgebet ab, bis mindestens Ende März. Nachschubmangeln bei den Tafeln. 90% weniger Dosen und Nudeln sammeln die Helfer in Marburg ein. Viele, die sonst spenden, haben sich offenbar selbst bei Hamsterkäufen eingedeckt. Natürlich kann man sich nicht komplett von den Lebensmitteln, die wir rausgeben an unsere Kundinnen und Kunden, ernähren. Es ist sozusagen ein Zusatz für die Familien. Und dieser Zusatz bricht jetzt bedauerlicherweise sehr stark ein. Solidarität per Internet. Nachbarschaftshilfe bieten vor allem Jüngere an. Hallo, liebe Nachbarn. Falls ihr in Zeiten von Corona Unterstützung braucht, einkaufen, Medikamente, sagt uns Bescheid. Solidarische Grüße senden Elisabeth und Lea. Was hilft, da sind sich die Experten einig, ist das öffentliche Leben herunterzufahren, so weit wie möglich. Österreich verschärft die Regeln im Land. Restaurants, Bars und Cafés müssen nachmittags zumachen, nicht notwendige Geschäfte schließen komplett. Im Westen von Österreich ist die Skisaison vorbei, viel früher als sonst. Und zwei Tiroler Hochburgen stehen komplett unter Quarantäne. Britta Hilpert. Vom Skigebiet Ischgl im Paznauntal gibt es nur Bilder vom Mittwoch. Denn ein Kamerateam kommt hier nicht mehr rein oder raus. Das Tal ist abgesperrt, unter Quarantäne, ebenso wie St. Anton am Arlberg. Gäste müssen 2 Wochen dableiben oder sofort abreisen, ohne Zwischenstopp nach Hause. Es ist die schärfste aller scharfen Maßnahmen der Tourismusnation. Am Sonntag schließen alle Skigebiete im Westen. Corona zwingt die Regierung zu harten Einschränkungen. Es sind Maßnahmen, die allerdings notwendig sind, damit wir die Ausbreitung des Virus in Österreich zumindest verlangsamen. Viele treffen Vorkehrungen, sich für einige Zeit zurückzuziehen. Vorratskäufe, obwohl Supermärkte und Apotheken keinesfalls geschlossen werden sollen. Alles andere dagegen schon. Ab Montag sollen Kaffeehäuser und Restaurants stets um 3 Uhr nachmittags schließen. Läden ohne lebenswichtigen Bedarf dagegen sollen gar nicht erst öffnen. Boutiquenbesitzer wie Hans Kostsidner bereiten sich auf schlechte Zeiten vor. Ja, die Überlegungen sind jetzt, unsere Mitarbeiter freizustellen oder zu entlassen, mehr oder weniger, weil wir eben nicht wissen, wie lange das dauern wird. Das Leben in Österreich wird sich grundlegend ändern, warnt die Regierung. Zunächst für eine Woche gelten die Maßnahmen, doch kaum einer hier glaubt, dass es so schnell vorbei ist. In den Wiener Messehallen bauen sie nun ein Notlazarett auf. Und die Flugverbindungen nach Frankreich, Spanien und in die Schweiz wurden heute gekappt. In der Corona-Krise schottet sich Österreich weiter ab. So, wir müssen jetzt auch besonders nach Spanien gucken, wo die Regierung den Notstand ausrufen will. Spanien hat in Europa nach Italien die meisten Infektionen und die Zahl nimmt rasant zu. Der Regierungschef sagt heute, es liegen harte Wochen vor uns und er mobilisiert jetzt auch die Armee. In Frankreich wandte sich der Präsident an seine Bürger mit einem Appell. Aus Paris Thomas Walde. Der französische Präsident appelliert an die Republik. Man stehe erst am Anfang der Epidemie und müsse sie gemeinsam durchstehen.
Wir werden sicher Kontrollen einführen müssen, Grenzen schließen müssen. Aber das müssen wir dann tun, wenn es nötig wird. Und das müssen wir auf europäischer Ebene tun. Mögliche Grenzschließungen. Bisher hat Macron das so nicht gesagt. Frankreichs Regierung ergreift drastische Maßnahmen. Sie schränkt das Versammlungsrecht ein. Sie schließt alle Schulen, Krippen und Universitäten. Wir müssen sehen, wie unsere Arbeitgeber reagieren. Wir werden von zu Hause arbeiten müssen, damit wir uns um die Kinder kümmern können. Im Nachbarland Spanien steigt derweil die Fallzahl dramatisch. 4.000 Infizierte, 120 Tote. Ministerpräsident Sanchez kündigt Notmaßnahmen an. Der Alarmzustand ist ein Instrument unseres Rechtsstaates, unserer Verfassung, um außerordentlichen Krisen gegenüberzutreten, wie wir sie gerade unglücklicherweise in der ganzen Welt und auch in unserem Land erleben. Die Regierung kann nun Militär einsetzen und die Bewegungsfreiheit einschränken. Sie kann wichtige Güter rationieren. Einige Museen wie der Prado in Madrid sind bereits geschlossen. Geschäfte, Schulen, Universitäten sollen folgen. Die Tourismusindustrie ist besonders getroffen. Es ist zwar sehr einfach zu sagen, dass man das Lokal für ein oder zwei Wochen schließt und Urlaub hat, aber wenn wir in dieser Saison, die für uns wichtig ist, gar keinen Umsatz machen, dann haben wir eben auch kein Geld. Trotz der Notmaßnahmen rechnet auch Spaniens Regierung für die kommenden Wochen mit zahlreichen weiteren Infektionen. Der amerikanische Präsident, stark in der Kritik wegen seines Krisenmanagements, will den nationalen Notstand ausrufen und damit Hilfen des Bundes freigeben, rund 42 Milliarden Dollar für die am stärksten von Corona betroffenen Gebiete. Donald Trump wird im Weißen Haus in einer Stunde eine Pressekonferenz geben. Und am Montag will Trump an einem Krisengipfel der wichtigsten Industriestaaten teilnehmen, der G7, per Videokonferenz, sicherheitshalber. Der Kampf gegen die Pandemie ist eine Herausforderung über alle Kontinente und Klimazonen hinweg, ganz besonders dort, wo es schon unter normalen Umständen kaum eine funktionierende Gesundheitsversorgung gibt. Aber auch in einem Industrieland wie Italien. Christoph Desterel. Italien kämpft gegen das Virus. Draußen auf den Straßen fast unheimlich leise, doch hinter den Fassaden in den Kliniken mit letzter Kraft. Über 1200 Tote, fast 18.000 sind infiziert, viel zu viel auf einmal. Verzweifelt hatte Italien deshalb die Welt um Hilfe gerufen und jetzt auch bekommen, ausgerechnet aus China. Gesichtsmasken und Beatmungsgeräte schickten die selbstgeprüften Chinesen. Man hilft sich weit über Grenzen hinweg. Gleichzeitig kämpft jedes Land auf seine Art. Die Philippinen etwa. Zwei Fälle gibt es offiziell. Trotzdem wird der öffentliche Raum großflächig desinfiziert. Manchmal mehr, manchmal wohl weniger sinnvoll. Auch hier drängen die einen in die Supermärkte. Anderen bleibt nur Galgenhumor. Panikkäufe? Wie sollen wir Armen denn Panikkäufe machen? Ohne Geld. Ein ernstes Problem der muslimischen Welt, am Beispiel Indonesien. Moscheen schließen ist kaum vorstellbar. Stattdessen sprühen sie in Massen. 2 Millionen Liter Desinfektion für 10.000 Moscheen. Dazu der Rat an die Gläubigen. Bringen Sie Ihre eigene Gebetsmatte mit. Waschen Sie sie nach ein paar Tagen. Und dann Corona und Brasilien. Als Hirngespinst hat Präsident Bolsonaro das Virus lange verspottet und sich jetzt vielleicht auf seiner USA-Reise selbst angesteckt. Eine Zeitung berichtet das. Offiziell aber gilt, nein. Eindeutig kann dagegen eins über Brasilien gesagt werden. Die Zahl der Infizierten wächst gerade, trotz oft über 30 Grad. Hitze scheint dem Virus also kaum zu schaden. Es gibt aber auch Anzeichen, dass sich das Virus zumindest eindämmen lässt. Und zwar aus Asien, wo alles begonnen hat. Die chinesische Führung sagt, man habe das Schlimmste überstanden und fordert den Rest der Welt auf, von den Erfahrungen Chinas im Kampf gegen das Virus zu lernen. Ein bisschen Zuversicht ist zurück in Peking. Von dort berichtet Ulf Röller. Langsam kommt das Leben nach Peking zurück. Die Gemüsemärkte sind wieder gut besucht. Nach Monaten des Bangens und der Angst vor dem Virus trauen sich die Hauptstädter wieder raus. Es sind kleine Veränderungen, die das sichtbar machen. Vor mehr als einem Monat gab es kaum Verkehr in Peking. Jetzt sind die Straßen voller geworden. Ein Hauch von Alltag.
Jetzt ist es viel besser. Früher gab es fast keine Leute. Jetzt kommen sie zurück. Ein bisschen besser ist es schon, aber noch lange nicht so gut wie vor der Epidemie. Stolz schließt China seine provisorischen Krankenhäuser in Wuhan. Die Staatspropaganda will zeigen, dass das Land sie nicht mehr braucht. Die Zahl der Neuinfizierungen geht wohl dramatisch zurück. Heute meldet China nur 8 neue Fälle für das ganze Land. Wir freuen uns, dass die Patienten endlich wieder gesund sind. Das Virus hat aber die Wirtschaft Chinas stark geschwächt. Nun soll sie wieder angeschmissen werden. Aus dem ganzen Land machen sich Arbeiter in Sonderzügen auf den Weg in die Fabriken. Zu Anfang werden wir Schlüsselindustrien in einer ordentlichen Art und Weise in Gang bringen. China löst die selbst auferlegten Fesseln. Millionen von Menschen werden durch das Land reisen. Und damit gehen Pekings Machthaber ein hohes Risiko ein. Denn die Gefahr wächst, dass das Virus mitreißt. In Wuhan feiern sie die Eindämmung des Virus. China will unbedingt nach vorne blicken. So, und mehr zum Thema in einem ZDF-Spezial direkt nach dieser Heute-Sendung: Coronavirus in Deutschland, die große Unsicherheit. Und auf dem neuesten Stand bleiben Sie auch online, natürlich in einem Live-Blog auf heute.de und in der Heute-App. Es gibt Krisen auf dieser Welt, die angesichts der Corona-Epidemie aus dem Blick zu geraten drohen. Die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln etwa. Mehr als 40.000, unter ihnen viele Kinder. Zumindest einige von ihnen aus den Lagern herauszuholen, haben Deutschland und andere, aber längst nicht alle EU-Länder versprochen. Heute haben die Innenminister darüber beraten. Gunnar Krüger berichtet aus Brüssel. Kinder auf Lesbos, 2 Zelte für 40 Menschen. Irgendwo im Hinterland. Keine Dusche, keine Ärzte und doch lieber das als Moria. Das offizielle Lager steht vor Europas Scheitern in der Flüchtlingsfrage. Zugemüllt und überfüllt. Minderjährige hier rausholen, wenigstens die, die ohne Eltern reisen. Für dieses Ziel sucht Deutschland in Brüssel Mitstreiter und bekommt erstmal Absagen. Wir Niederlande sind der Meinung, wir können alles tun, um den Griechen zu helfen. Die EU macht das ja auch, aber wir nehmen keine Kinder auf. Schweden begrüßt, dass einige Länder nun Verantwortung für Minderjährige übernehmen wollen. Aber wir gehören schon zu denen, die bislang am meisten übernommen haben. Mit dabei sind dann doch 8, vielleicht 9 Länder von Luxemburg bis Deutschland und Frankreich. Die Großen nehmen die meisten auf, doch die Zahl, die Auswahl, der Ablauf bleiben im Konjunktiv. Ich weiß ja auch noch einmal, dass das nicht der große Wurf ist, aber es ist das, was machbar wäre und wo ich auch hoffe, dass genug Energie, politische Energie aufgebracht wird und Einsicht aufgebracht wird, dass wir diese Kinder nicht können in dieser Situation lassen. So verhandelt man weiter. Für Deutschland steht die Zahl von 300 Menschen im Raum, 300, die raus könnten aus Moria. Zum Vergleich, genauso groß ist die Zahl derer, die an einem Tag in Deutschland Asyl beantragen. Jetzt ist es amtlich, die Mietpreisbremse wird verlängert bis 2025 und sie wird verschärft. Mieter können zu viel gezahlte Miete für 2,5 Jahre zurückfordern, so hat es der Bundesrat beschlossen. Außerdem haben die Länder die sogenannte Stiefkindadoption geregelt. Auch Unverheiratete können jetzt ein Kind aus einer früheren Beziehung des Partners adoptieren. In den USA hat ein Gericht die frühere WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning aus der Beugehaft entlassen. Der Richter sieht ihre Aussage vor einem geschworenen Gericht als nicht mehr erforderlich an. Manning saß seit 10 Monaten in Haft, weil sie sich weigert, gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange auszusagen. Vor der Entscheidung, so berichten Mannings Anwälte, hatte die 32-Jährige versucht, sich das Leben zu nehmen. Hunderttausende geheime Militärdokumente hatte Manning WikiLeaks zukommen lassen. Vor ihrer Beugehaft saß die Whistleblowerin bereits 7 Jahre in US-Militärhaft.
Und damit in dieser Heute-Sendung sind wir beim Sport. Deutschland ohne Bundesliga schwer vorzustellen, aber es wird jetzt so kommen, Christine. Ich glaube, es geht auch ohne die schönste Nebensache der Welt. Ziemlich kurzfristig, vor knapp 3 Stunden, kam dann doch die Entscheidung der Deutschen Fußballliga, den bevorstehenden kompletten Spieltag der ersten und zweiten Bundesliga zu verlegen. Wie hier in Düsseldorf soll der Spielbetrieb sogar bis zum 2. April ruhen, so die Empfehlung der DFL. Das soll aber erst am Montag konkretisiert werden. Markus Hahn in Frankfurt am Main. Warum tut sich die DFL so schwer mit diesen Entscheidungen? Es war eine zähe und nicht unbedingt überraschende Entscheidung der DFL. Um 10.20 Uhr die Zusage für Spiele ohne Zuschauer. Um 15:45 dann doch die endgültige Absage. Der Druck auf die Funktionäre dann wohl doch zu groß geworden. Vor allem, weil mehrere Spieler auf den sozialen Netzwerken ihren Unmut ausgedrückt haben. Von Affen im Zirkus war da die Rede oder von einer unhaltbaren Entscheidung der DFL. Und als Fortuna Düsseldorf dann am Nachmittag offiziell angefragt hat, das Spiel heute Abend abzusagen, blieb der DFL keine andere Wahl und das wohl die richtige Entscheidung. Markus, vielen Dank für diese Einschätzung. Und auch in anderen europäischen Ligen ruht der Ball. Die Premier League pausiert vorerst bis Anfang April. Spielstopp auch in der Champions und Europa League. Die UEFA hat zunächst alle Ansetzungen der kommenden Woche ausgesetzt. Keiner weiß, ob und wann es weitergeht. Für Frankfurt und Wolfsburg wird es nach den Hinspielniederlagen ohnehin schwer. Leverkusen könnte mit dem Viertelfinale liebäugeln. Einen Sieg feiern mit den Fans, das ist nicht mehr selbstverständlich. Die Leverkusener wussten es zu schätzen. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber die sind alle die Leute, die sind Salz in die Suppe. Und darum spielt man Fußball für die. Kai Havertz dröhnten in der 37. Minute zunächst die Pfiffe der Glasgow-Fans in den Ohren. Elfmeter. Trotzdem sicher verwandelt. Die mitgereisten Bayer-Anhänger bekamen nach gut einer Stunde einen feinen Dropkick von Arangis zu sehen. 2:0. Bevor eine Viertelstunde Verschluss dank Edmondson auch die mehr als 40.000 Ranger-Fans jubeln durften. Doch kurz vor Abpfiff stellte Bailey auf 3:1. Beste Aussichten für das Rückspiel, wenn es noch eins gibt. Entscheidung auch in der Formel 1. Die ersten 4 WM-Rennen sind gestrichen. Gefahren wird frühestens ab Ende Mai. Und die Formel E hat ihre Saison für mindestens 2 Monate gestoppt. Und ich habe tatsächlich auch noch etwas Schönes. Vom Biathlon, wenn auch ohne Publikum. Doppelerfolg für die deutschen Damen beim letzten Weltcup-Sprint. Denise Herrmann gelingt in Kontiolahti, Finnland, ihr 3. Sieg in diesem Winter. Sie sichert sich damit die kleine Kristallkugel. Platz 2 geht an Teamkollegin Franziska Preuß. Und morgen dann noch die Verfolger, dann ist auch mit Biathlon vorbei. Christine, danke schön. So, zum Schluss gucken wir noch mal nach Italien, dieses großartige Land. Zurzeit eine einzige Sperrzone. Siena in der Toskana, gemeinsam singen in Quarantäne. Jeder zu Hause und doch alle zusammen. Und das ist Neapel. Aus dem Neapolitanischen übersetzt, umarme mich fester. Italien zeigt, wer zusammen singt, ist weniger allein. Großartig. Gute Nachrichten vom Wetter. Zum Wochenende kommt ein Hoch. Das bedeutet Sonne und steigende Temperaturen. Mehr gleich von Katja Honnefer. Sie bleiben rundum informiert bei uns, jetzt gleich im ZDF-Spezial um 22.10 Uhr, dann beim Kollegen Klaus Kleber im Heute-Journal. Morgen übernimmt hier Petra Gerster und die freut sich auf Sie. Von uns allen im Team 19 herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihnen allen einen angenehmen Freitagabend. Tschüss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt kommt Hochhelge. Das zieht von heute Abend bis morgen Abend hier von Frankreich her weiter in Richtung Polen und Ostsee. Und es bringt Sonnenschein mit und auch Wärme. Morgen gibt es anfänglich noch so ein bisschen Regen im Südwesten. Das Tief Iris, das streift uns aber wirklich nur ganz am Rande. Heute Nacht gibt es noch einige Schneeregenschauer im Erzgebirge. Sonst wird es häufig klar. Und die Temperaturen sinken im Nordwestwind auf Werte zwischen 3 Grad am Niederrhein und minus 5 Grad in der Lüneburger Heide. Es droht also in ganz Deutschland Bodenfrost.
Die Höchsttemperaturen morgen liegen zwischen 6 Grad in der Lausitz und 12 Grad am Niederrhein. Und westlich des Rheins, im Schwarzwald und am Alpenrand, da kann es morgen ein bisschen regnen. Richtung Nordosten dagegen strahlt die Sonne, besonders nordöstlich der Elbe. Und der Wind hat dann komplett gedreht. Er kommt aus südöstlichen Richtungen. Und sehr schön frühlingshaft wird dann auch der Sonntag bei Temperaturen von 9 bis 16 Grad. Und dann wird es von Tag zu Tag immer wärmer. Am Montag bei 9 bis 18, am Dienstag bei 10 bis 19 Grad. Schönen Abend noch.